Ausgerechnet im SPD-regierten Niedersachsen sind Neonazis seit Jahren mit Steuergeldern gefördert worden. Wie ist sowas möglich? Nun, unser nächster Beitrag beweist es, Neonazis sind oft gar nicht so leicht zu erkennen. Bier? Nein, eine Frage. Oder vielleicht doch ein Bier, dann plaudert sich's leichter. Also ein Bier. Ja. Ich habe gehört, also das heißt, man spricht davon und teilweise ist es ja auch schon durch die Presse gegangen, dass hier in Schweinewalde relativ viele oder sagen wir gelegentlich einige und das immer wieder Simpi oder Sympathisanten der rechten Szene. Wollen Sie Bier trocken oder nehmen Sie einen Korn dazu? Korn bitte, ja. Nehmen Sie Ihr Bier trocken, das ist aber eine originelle Frage. Humor, was? Einfach oder doppelt? Bitte? Na, den Korn, einfach oder doppelt? Oder lieber einen Doppelkorn und den einfach? Oder einen doppelten Doppelkorn, oder was? Doppelt natürlich. Okay. Sie sind ja ein richtiger Spaßvogel. Bier trocken, einfach oder doppelt, wunderbar. Und und Leute, die so viel Humor haben, die kann man ja auch mal ganz direkt fragen, also ohne sie jetzt direkt zu verletzen. Ich meine, sie sind, also sie werden doch nicht. Was denn? Also meine Frage lautet: Stimmt es, dass Sie ein Nazi sind? Ich ein Nazi? Naja, jetzt nicht Sie direkt persönlich, sondern ob Sie eventuell, verstehen Sie? Sie sind wohl lebensmüde. Nein, nein, ich habe mir die Frage auch gar nicht ausgesucht, aber es gibt doch gewisse Gerüchte, also dass sich hier in Ihrer Gastwirtschaft gewisse junge Leute laut grölend treffen und also dass die dann... Bei mir treffen sich nur Fußballfans. Ah, Fußballfans. Oh, Fußballfans. Könnte es nicht sein, dass unter den Fußballfans... Fußballfans sind doch keine Nazis. Nein. Das sind Idioten. Ach. Aber Idioten, die besonders gut saufen. Ja, okay. Aber Schweinewalde war ja nun früher DDR und vielleicht könnte ja von daher... Von woher? Wir in der DDR? Sind als junge Pioniere groß geworden, in die FDJ hineingewachsen, von der SED übernommen worden oder haben als Blockflöten die volksdemokratischen Affen gespielt? Wir konnten ja gar keine Nazis sein. Das war bei uns ja verboten. Richtig. Aber es gilt ja nun mal als ein offenes Geheimnis, dass die in gewisser Weise instabile Situation hier von, sagen wir mal, bundesdeutschen Altnazis ausgenutzt worden ist, nicht um das, was ihnen drüben verwehrt war. Altnazis? Hier mal Altnazis. Die BRD war doch ein grunddemokratischer Staat seit 1949 schon. Da gab's doch keine Altnazis, oder? Oder war da noch was dran an dem Globke oder Kiesinger oder Filbinger oder Mauns? Nein, 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 und deshalb suchen wir die Schuldigen ja gerade hier im Osten, ja. Denn irgendwo... Ich meine, irgendwo müssen die Schuldigen ja sein. Ja. Prost. Wohl willkommen, Sir. Ja, und die auffällig vielen Verkehrsunfälle, meist tödlich, die hier in Schweinewalde passieren und an denen Ausländer so überdurchschnittlich stark beteiligt sind. Na, weil die Kanaken die Straßenverkehrs auch noch nicht kapieren. Wir haben nichts gegen Ausländer. Nein. Wirklich nicht. Wir tun für die, was wir können. Ich zeige Ihnen gerne mal den Friedhof. Sieh, da haben wir extra zwei ganze Reihen freigelassen. Nur für Ausländer. Ja. Also ein Nazi sind Sie jedenfalls nicht. Nee. Nein. Und nie gewesen. Ja, okay, das ist mir auch lieber so. Nur eine Kleinigkeit noch. Warum heißt denn Ihre Gaststätte ausgerechnet Zum Hakenkreuz? Das fragen Sie mal alle, ja? Immer alle dieselbe Frage, als ob denen nicht alles einfällt, ja? Immer dieselbe Frage. Also passen Sie auf! Hier gegenüber war im Mittelalter eine Wegegabelung, ein Straßenkreuz, also ein Kreuz. Wenn man da rechts abfuhr, dann kam man in die Ortschaft Haken. Gibt's auch nicht mehr. Vergessen. Von der Geschichte zugeschossen, kennt keiner mehr außer mir. Aber weil ich ein Patriot bin und weil ich mein Geschichtsbewusstsein pflege, nenne ich meine Kneipe hier an dieser Stelle Zum Hakenkreuz. Vielen Dank, also vielen herzlichen Dank. Ja. Und Sie, liebe Zuschauer,
Sie haben wieder einmal miterleben können, wie leichtfertig mitunter unschuldige Mitbürger ins rechtsradikale Gerede gebracht werden können. Gute Nacht.